Ich bin Pauline und lebe in Frankreich. Jedes Mal, wenn ich im Supermarkt Einmachgläser sehe, werde ich etwas wehmütig. Denn es gab eine Zeit, da war ich selber ein Einmachglas. Ich glaube, das bedarf einer Erklärung. Das Einmachglas, Słoik auf Polnisch, ist in Polen Kult. Zunächst einmal steht es für das pure Überleben. In Kriegszeiten, Hungersnöten und harten Wintern verwendeten die Polen sie immer, um rote Beete, Kohl, Gurken und anderes Gemüse einzumachen, das aus dem eigenen Garten kam. Heutzutage bewahrt man in diesen Gläsern Essen auch für kürzere Zeit auf, wie in Tupperdosen. Die jungen Leute, die in Warschau arbeiten oder studieren und am Wochenende immer zu ihren Familien aufs Land fahren, kommen jedes Mal mit vollen Einmachgläsern zurück. So essen sie leckere, mit Liebe zubereitete Gerichte, haben das Essen für die ganze Woche parat und sparen Geld. Das Phänomen ist in Warschau so verbreitet, dass man die jungen Leute irgendwann selbst Einmachgläser, Słoiki, nannte. Auch ich war während meiner Studentenzeit in Warschau ein Einmachglas. Ich aß nie im Restaurant und ging am Wochenende nie aus, weil ich immer zu meiner Familie aufs Land fuhr. Und am Sonntagabend kam ich so wie die anderen Słoiki beladen wie ein Esel zurück unter dem verächtlichen Blick der echten Warschauer. Natürlich hatten wir armen Landmäuse, die nie unter die Leute gingen, kein besonders tolles Image und sie können sich denken, dass Słoik zunächst abwertend gemeint war. Aber mit der Zeit, vielleicht, weil es immer mehr Studenten gab und bald jeder mindestens einen Słoik kannte, akzeptierte man sie besser und betrachtete sie sogar mit Wohlwollen. Heute nennt man übrigens alle, die nicht aus einer Großstadt kommen, Einmachglas. Man muss dazu wissen, dass in Warschau jeder Dritte aus der Provinz kommt. Die Einmachgläser sind auch ein kulturelles Phänomen. Ihnen wurde eine Fernsehserie gewidmet, Słoiki, und in Warschau gibt es sogar ein Restaurant, das seine Gerichte ihnen zu Ehren in Einmachgläsern serviert. Ich bin schon lange kein Einmachglas mehr. Meine Eltern sehen das allerdings etwas anders. Obwohl ich inzwischen nach Paris gezogen bin, bestehen sie darauf, mir Einmachgläser mitzugeben, auch wenn ich ihnen zum 100. Mal erkläre, wie kompliziert der Transport im Flugzeug ist. Und es kam, wie es kommen musste. Eines Tages ging mir auf dem Rückweg vom Flughafen Charles de Gaulle ein Glas im Koffer kaputt und durchtränkte meine Kleider. Leider waren es in Alkohol eingelegte Kirschen. Nie werde ich die misstrauischen Blicke der Pariser vergessen. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Eine Polin mit einem riesigen Koffer, der nach Schnaps riecht. Das perfekte Klischee.